Ja, Würzburg Radio und ich habe hier bei uns wieder einen Studiogast, eine nette Dame, Astrida Wallert. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Grüß Gott. Astrida, das ist was Tolles, nicht? Der Name, wo kommt der her? Tatsächlich gibt es zu dieser Entstehung unterschiedliche Theorien. Ich weiß es selber nicht so ganz genau, aber also eine Theorie der Entstehung ist, ich bin Opernfan, seitdem ich 11 Jahre alt bin und war in meinem Keller gesessen und habe mir Opern von Verdi angehört, dazu teilweise auch mitgesungen. Etwas schräg vielleicht. Und mein Vater, der ein großer Sprachjongleur war, hat irgendwann, als es ums Essen ging, runtergerufen in den Keller: Astrida, wegen Aida, Essen kommen. Und so hatte ich diesen Namen weg und wurde immer so genannt. Und später hat sich das dann eben tatsächlich auch in meinem Pass so manifestiert. Das haben wir dann ändern lassen. Im Pass ändern Ja, lassen, ne? Also tatsächlich. ist Astrida ein Künstlername, Also kann ich man war sagen. genannt, also Ne? ich hieß Astrida von Astrid von Geburt an. Astrid von Geburt an, aber da sagt man jetzt Astrida. Ja, und die Astrida, den Namen, den finde ich so toll. Ich werde auch immer nur den Vornamen benutzen. Absolut okay. Das ist so ein toller Name und wir haben sie eingeladen aus zwei Gründen. A, sie schreiben Bücher. Was ja für faszinierend ist. Ne? Man sagt ja immer, wer schreibt, der bleibt. Man kann es Und hoffen. Sie sind nicht nur geblieben, Sie sind auch gekommen und sind Genau. Leiterin in der Bücherei am Bahnhof in Pfalzhöchern. Richtig was Schönes. Ne? Da braucht man jede Menge. Wie kam das zustande, dass Sie neben dem Buchschreiben in die Bücherei nach Pfalzhöchern gekommen sind? Ja, tatsächlich war es so, dass ich mein ganzes Leben immer mit Büchern verbracht habe, lesenderweise, und das dann auch zum Beruf gemacht habe später. Also ich habe erst hier in Würzburg Germanistik studiert und in dem Fach dann auch promoviert und dann tatsächlich lange, lange Jahre im Verlag gearbeitet. Also zuletzt über 10 Jahre beim Reclam-Verlag in Stuttgart als Redaktionsleiterin. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, es wäre ja schön, noch mal was Neues zu machen, zumal ich sehr gern nach Franken zurück wollte. Ich bin gebürtige Fränkin, also geboren in Nürnberg, eben lange in Würzburg gelebt und wollte sehr gern zurück und habe mich dann eben immer umgeschaut und habe mir gedacht, naja, also vielleicht nicht mehr Verlag unbedingt, mal was Neues, aber mit Büchern wäre schön. Und dann hat eine Freundin von mir, die nach Pfalzhöchern gezogen ist, im Blättle tatsächlich gelesen, dass diese Stelle ausgeschrieben ist. Und hat mir das per WhatsApp geschickt, hat gesagt: Astrida, das wäre es doch für dich. Ich habe dann erst ein bisschen gezögert, weil die wollten eben eigentlich eine Diplom-Bibliothekarin, was ich nicht bin von der Ausbildung her. Und bin damit so ein paar Tage schwanger gegangen und habe mir dann aber irgendwann gedacht: So, also probieren kannst du es, es kann ja nicht mehr als schief gehen, du kannst nicht mehr als abgelehnt werden. Habe dann Herrn Wehner mal angerufen, meinen Vorgänger sozusagen, habe mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Das hat mir alles gut gefallen, war sehr nett und habe mich beworben, wurde eingeladen und jetzt sitze ich hier. Und dann haben Sie die Bücherei gesehen und waren direkt verliebt. Ja, also das geht ja gar nicht anders. Also es ist ja wirklich eine der, ich kenne viele Büchereien, muss ich sagen, große, kleine, Universitätsbibliotheken, lokale Bibliotheken. Aber das ist mit Abstand die schönste, in der ich je gewesen bin. Und jetzt darf ich täglich dort sein. Ich freue mich jeden Tag, dorthin zu gehen. Das ist toll und ganz, ganz besonders freuen Sie sich natürlich, wenn Lockdown, den wir im Moment leider haben, zu Ende ist und auch Absolut. Leute wieder in die Bücherei dürfen. Und sie haben auch viel vor, nicht, was man da noch machen kann, weil die Räumlichkeiten bieten sich gerade an, die Bücher, die so wie in einem langen Waggon irgendwo da stehen. Das hat man alles ganz fantastisch gemacht und da haben sie auch ganz fantastische Ideen, was sie alles machen wollen. Ja, also ich habe mir natürlich schon so, bevor ich mich da überhaupt beworben habe, so ein bisschen ein Konzept gemacht, was man eben realisieren könnte, was sich anbietet. Jetzt ist natürlich momentan nicht viel möglich, aber es ist klar, dass diese Bücherei, das war mir schon vorher klar, auch als ich darüber so ein bisschen gelesen habe, auch im Internet, dass es auch ein sehr beliebter Treffpunkt ist und das möchte ich eben weiterhin ausbauen, dass die Leute natürlich auch zum Lesen kommen, aber gern dann, wenn es wieder möglich ist, auch auf einen Kaffee dorthin kommen, was ja auch bisher auch schon immer so gewesen ist, soweit ich das weiß. Darüber hinaus soll also wirklich viel gemacht werden mit den Schulen.
Also da gab es natürlich auch immer Kontakte, aber das möchten wir eben ausbauen, dass wir vielleicht mal einen Schreibwettbewerb zum Beispiel machen für Grundschüler, dass die dann Geschichten schreiben und wir dann die schönsten prämieren, dass es auch Angebote vielleicht geben soll für Unterricht in der Bibliothek, wenn es eben passt mit den Lehrern, wenn es im Lehrplan, wenn es vereinbar ist. Oder was jetzt mir persönlich sehr gefallen würde, da würde ich gerne nochmal auf die Lehrer des Gymnasiums auch zugehen und vielleicht mal so einen Lektürekreis, dass man mal ein Buch bespricht mit dem Lehrer, den Betreffenden und einer ausgewählten Anzahl an Schülern, die daran eben Freude haben. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ich schon gern immer wieder Autoren einladen würde, da auch gern lokale Autoren, die hier bekannt sind, beliebt sind, auch schon ein bisschen Publikum haben und vielleicht ab und zu sozusagen als Kirsche auf der Torte mal einen bekannteren Autor oder Autorin. Ich meine, da verrate ich Ihnen jetzt auch schon meinen persönlichen Traum. Also wir haben ja in diesem Jahr das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Also das Größte für mich wäre, wenn ich den bekannten Autor Robert Menasse hierher locken könnte, der ja tatsächlich auch einer der bekanntesten Autoren, deutschsprachigen Autoren ist. Und das wäre natürlich wahnsinnig schön. Ich habe schon vorgefühlt. Er hat auch nicht sofort Nein gesagt. Mal das sehen, ist doch schon was mal viel passiert. Wert, ne? Und ich habe da ja auch Unterstützung, das muss ich wirklich sagen, vom Kulturamt, von der Martina Edelmann, mit der ich darüber auch schon gesprochen habe, die ja auch das Jüdische Museum hier betreut. Und vielleicht kriegen wir es ja zusammen zu Wege. Das wäre schön. Ja, Pfalz-Hirchheim bietet ja auch sehr, sehr viel Kultur. Also es gibt ja nicht nur Fastnacht in Franken, ne, wie viele meinen. Dadurch ist Pfalz-Hirchheim natürlich unwahrscheinlich bekannt, aber es gibt natürlich sehr, sehr viel Kultur. Und ich sag mal, frische Ideen kann natürlich auch die Bücherei gebrauchen. Wir haben da auch noch eine Idee, das ist aber noch so ein bisschen so ein kleines Geheimnis. Genau, das darüber haben wir schon geredet. Werden wir dann auch bald lüften. Nicht? So, wie sehen jetzt die Tage während Corona aus? Gibt es ja in der Bücherei Einschränkungen? Man darf gewisse Sachen machen, aber gewisse Sachen auch wieder nicht. Also die Situation ändert sich da tatsächlich ständig mit irgendwelchen Verordnungen. Also jetzt ganz aktuell ist die Situation die, dass wir bis zum Ende des Lockdowns, der ja momentan der 14.2. ist ja, glaube ich, festgelegt worden, dass wir da komplett geschlossen sind. Wenn wir danach wieder aufmachen dürften, würden wir uns natürlich freuen. Momentan sieht es so aus, dass wir jetzt wieder tatsächlich eine Türabgabe und Türrücknahme machen dürfen. Also konkret gestaltet sich das so, dass wir dann vorbestellte Buchpakete, also Tüten, in den Windfang stellen können, so dass man das kontaktfrei dann abholen kann. Und dort stellen wir dann auch einen Bücherwagen hin, wo die Leute ihre Bücher abgeben können. Bisher war es jetzt so gewesen, dass wir tatsächlich überhaupt niemanden weder rein, nichts rausgeben durften, niemand reinlassen durften. Dann war die Abgabe eben über den Briefkasten, der doch recht geräumig ist, möglich. Den haben wir dann aber tatsächlich dreimal täglich geleert und der war immer proppevoll. Also die Leute lieben die Bücherei, sie vermissen sie auch. Und das ist was, was mich persönlich ganz besonders freut. Denn letztendlich geht es bei so einer Bücherei natürlich immer um die Leserinnen und Leser. Sie lesen auch gerne? Ja, natürlich. Also ich glaube, eine Bibliothekarin, die nicht liest, hätte ihren Beruf verfehlt. Ja, können wir ja Folgendes machen. Die Leute können ein Buch bestellen. Nicht? Jetzt können sie nicht kommen. Die können das bestellen und sie lesen das vor. Und wir filmen das und wird live übertragen, dass sie lesen können. Das wäre noch zu überlegen. Machen wir mal einen Test. Finde ich eine interessante Idee, nicht? Die da so auf jemanden zukommen kann. Sie haben auch selber, ich glaube, zwei Bücher geschrieben. Ja, das zweite genau. Haben wir jetzt hier liegen. Das wollen wir jetzt heute nicht besprechen. Da haben wir noch was ganz, ganz Besonderes vor, weil wir haben ja das Sendeformat, den Autorentalk. Und da haben wir gleich einen Termin ausgemacht, wann wir da eben das Buch der Astrida vorstellen werden. Nicht? Und ganz, ganz wichtig auch für Pfalz-Hirchheim, dass gerade in Zeiten des Lockdowns man sich schon mal richtig informieren kann, wenn wir wieder in die Bücherei dürfen, was da alles uns erwartet und auf uns zukommt. Genau, tatsächlich versuche ich auch momentan so ein bisschen gemeinsam mit meinen Kolleginnen, weil ich habe ja ein, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, wir sind jetzt ein Vier-Mädel-Haus, also vier Mädel-Haus, ja, genau, vier Frauen. Also nicht die drei von der Tankstelle, sondern die vier von der Bücherei. So ungefähr, genau. Und mit denen zusammen, also wir machen wirklich, die sind alle sehr engagiert und sehr
sympathisch und haben viele Ideen. Und zusammen versuchen wir auch immer wieder wirklich viel auf Instagram zu machen, also so, dass die Leute immer irgendwas auch von uns mitbekommen im Lockdown. Da stellen wir auch Bücher vor oder drehen kleine Videos. Wir konnten jetzt auch schon unseren 1000. Follower feiern. Also in kürzester Zeit haben wir relativ viele dazu gewonnen während des Lockdowns tatsächlich. Und es wäre natürlich schön, wenn wir das auch ein bisschen weiterführen könnten, weil ich tatsächlich habe auch zwei Kolleginnen, die sehr begabt sind darin, so kleine Filme zu schneiden, sehr gut fotografieren. Also das ist sehr, sehr schön eigentlich. Also das ist ein bisschen kreativ und dann macht es auch allen viel Spaß. Weil ich sage ja auch immer, eine Leiterin oder ein Chef kann nur so gut sein, wie das Team, das dahinter steht. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Und vielleicht zum Abschluss, ne, grüßen wir nochmal das Team. Genau. In alphabetischer Reihenfolge. In alphabetischer Reihenfolge, in diese Kamera. Katharina, Susanne, Verena. Ohne euch wäre alles nicht machbar. Ich bin sehr froh, dass ich euch habe. Das ist doch sehr schön. Ich danke erstmal für den Besuch. Und wir werden natürlich noch viel mit Büchern und Lesen voneinander hören. Dankeschön, da freue ich mich drauf. Astrida. Bitte, gern geschehen.